Ihn beim Essen zu überwältigen wäre unsportlich. Glück gehabt, Cletus. Ihn beim Essen Glück gehabt. Na, verdammt. Das letzte Mal habe ich ihn einfach so genommen, ohne zu beachten, dass das hier falsch ist. Ei, der Doch, sind Sie etwa... Ich hatte... Ja, ich wette, Sie... Hier haben Sie Ihren... Wir hätten uns umziehen sollen. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Der hat uns ja den Schlüssel gegeben, das weiß ich. Was zum... Oh, der Fuzzi an... Ja, ja. Und schon wieder ist alles zu... Nichts! Sie blind für... Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Oh, ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt. Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei. Aber zunächst möchte ich Ihnen, wie versprochen, ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt aber, ich muss verhindern. Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Nein, ich habe aus Versehen Rechtsklick gedrückt. Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Nanu, da sind Sie ja schon. Gibt es etwas? Und ob es die gibt? Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Ah! Hab mir doch, das muss an meiner Miete. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Plus Zeitverschiebung, minus Schaltjahr, 12 oben, 6 unten. Perfekt, die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbott ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbott? Tja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist er denn hin? Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? König der Einbrecher, König der Zweibrecher, König der, was kommt dann, der ganzen anderen Brecher. Rufus!
Auf geht's zu den drei Fragezeichen. Ah, die Tasche. Endlich. Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt. Solche Taschen sind echte Profis. Ah, die Tasche. Jetzt schnell. Wenn das mal keine näherkommenden Schritte sind. Verdammt, das ist Cletus. Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. Ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe, sonst würde ich glatt verhungern. Tipptopp Teppichtonic. Der Teppichreiniger für Leute mit niedriger Lebenserwartung. Nicht zur Anwendung in geschlossenen Räumen zugelassen. Warnung? Tipptopp Teppichtonic kann giftige Chloroformgase entwickeln. Bei Kontakt mit Staub, Schmutz, Kinderhaut, Teppich und teppichartigen Textilien. Eine war der samsebosenante Fassade. Und, na das ist ja mal interessant, Zahnpasta. Na, mitnehmen. Hier hängen tatsächlich Mottenkugeln im Schrank. Wie an einer Perlenkette aufgereiht. Die Motten scheint das nicht zu stören. Hier ist ein Loch im Rohr. Dahinter zischt ein heftiger Luftzug nach oben. Ich schätze mal, es gehört zur Klimaanlage. Ich muss ihn irgendwie ausschalten. Aber wie? Ich habe keine gerade Wurflinie. Ich wünschte, ich hätte mein Boomerang-Training abgeschlossen. Aber irgendwie bin ich immer mittendrin eingeschlafen und mit einer Beule am Hinterkopf wieder aufgewacht. Das Zeug. Noch nicht. Ich sollte ihm vor. Er braucht schon Werk. Ganz schön die. Ach, den dritten Schrauber haben wir immer noch. Hey, er benutzt dieselbe Zahnpasta wie der Guru. Dentosaurus. Hey! Das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind bestürzt ja auch. Dentosaurus. Mögliche neben Dentosaurus. Wow! Ich hab doch gerade. Ich wusste, Zahnpasta ist. Das wollte ich nicht. Laut Warnhinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion ergeben. Oh Junge, das wird super. Hm? Wie jetzt? Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens riecht es gut. Irgendwie nach. Blumen, Blumen, Schummen, so. Davor. Das ist es. Ich habe sie ausgetauscht. Vermutlich. Das Letzte, was ich hier brauche. Keine Zeit. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Was soll ich machen? Mir Luft? Keine Chance. Cletus würde mich. Ja, können. Ja, das Zeug bleibt einfach im Rohr kleben. Wieso? Ich war. Vielleicht kombinieren. Das Letzte, was ich hier brauche, sind noch. Auf den Party im Inventar. Aber. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Party im Inventar. Aber.
Ich sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich wusste es doch. Zahnpasta. Das letzte. Okay, ich komme also in die Richtung. Es ist komplett. Also dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Also dieses. Es ist komplett. Auf den ersten. Halt! Aber. Also dieses komplett. Das letzte. Ich wusste. Zahnpasta. Solche Taschen. Echte Profi. Solche Taschen. Echte Profis. Solche Taschen. Echte Profi. Solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profis tragen ihr Gedöns lose im Mantel. Solche Taschen sind doch echte Profis. Ich hab keine Idee. Keine Chance. Klites wird. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Oh, nennen wir... Oh, nennen wir das mal... Wundert er sich nicht, dass die Tür offen war? Oh, nennen wir... Was passiert, wenn wir das hier machen? Gar nichts. Damit wäre nichts gewonnen. Außer 7 Jahre und davon habe ich bereits einen Lebensvorrat. Damit wäre außer 7 und davon... Damit wäre nichts... Außer 7 und davon habe ich... Du kannst auch aufschließen. Damit außer 7 und davon... Damit wäre nichts außer... Und davon habe ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, kennen. Oh, nennen wir das. Ich habe sie aus. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Warum? Ich habe es gut. Jetzt haben wir wieder die schlechte Zahnpasta drin. Ich muss. Wenn ich dem Rätsel näher gekommen bin. Wieder jetzt, wie ich jetzt es schaffe, dass der da rankommt, werde ich das hier nochmal laden. Und dann werde ich die Zahnpasta-Konstruktion so lassen, wie sie jetzt ist. Ich will mal sehen, ob es da einen Unterschied gibt. Und jetzt werde ich sie hier erstmal austauschen. Ich habe sie ausgeguckt, dass ich so ein gutes Gedächtnis... den irgendwie dazu bekommen, dass er hier Zähne putzt. Nur wie machen wir das? Da ist hier von was. Von dieser Schale. Hier ist eine Schale. Wir müssen es irgendwie schaffen. Ja, geht doch. Das habe ich schon mal probiert. Oder? Ja, bei allen noch mecken noch keine Champagnerkugeln. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell, schnell, schnell. Mehr Kampasta. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein, Dödel, haben wir die Zahnpasta vertauscht beim Vertauschen. Ich hab mich quasi vertauscht. Und jetzt